Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tobias Krause und heute findet das Kreuzzeichen hier in Eickel statt. Und zwar vor einer großen grünen Wiese. Die Leute, die ab und zu hier nach Eickel kommen und sich das ehemalige Tor des Stadtteils angucken, denen fällt auf, das, wo früher mal das Katasteramt stand, das ist nicht mehr da. Und stattdessen ist jetzt hier diese große grüne Wiese. Und immer wenn ich jetzt hier vorbeilaufe, vorbeifahre, dann wird mir bewusst, Mensch, hier ändert sich ganz schön etwas. Und dann wird mir so bewusst, wie viel sich gerade auch so im letzten Jahr geändert hat. Sicherheiten, die man vielleicht 2021 noch hatte, und das hieß ja schon was nach Corona und allem, die gibt es so 2022 nicht mehr. Und das kann einem Sorgen machen. Und wenn man das hier schon in Eickel sieht, dann, ja, wie ist das dann erst, wenn man sich die anderen Orte der Welt anguckt? Wenn man blickt nach Kiew, nach Moskau und ja, auch nach Teheran. Wenn man sich das alles ansieht, dann, ja, dann merkt man, es ändert sich einiges in der Welt. Es ist viel los und das kann einem Sorge machen. Deswegen weiß ich, dass es viele Menschen gibt, die schon sagen, ich kann mir die Nachrichten gerade gar nicht mehr angucken. Und immer nur dieses Schlechte. Und jetzt in der Adventszeit hätte ich so den Vorschlag für uns alle, dass wir uns mal überlegen, alle Nachrichten, also ob man die noch klassisch bei ARD und ZDF guckt oder auch bei privaten Fernsehsendern, wir wollen ja keine Werbung machen, oder man sieht sich da etwas auf seinem Handy an. Alle sollten damit anfangen mit Sondernachricht Bethlehem. Jesus kommt auf die Welt. Denn das ist etwas, was alles überdauern wird. Vieles ändert sich, Unsicherheiten entstehen, aber Gott ist der Gleiche. Der Gleiche, der er war, der er ist und er wird auch so bleiben. Und woher wissen wir das? Wir wissen es, weil er seinen Sohn, seine menschgewordene Liebe zu uns geschickt hat. Deswegen, Nachrichten sollten damit starten. Bethlehem, fürchtet euch nicht mehr. Es passiert etwas Großes, etwas Gutes. Und wir sind jetzt gemeinsam auf den Weg. Bethlehem. Da geht's hin. Ihnen und euch allen eine gesegnete Adventszeit.